Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier unsere kleine Produktion angefangen aufzusetzen und haben leider aktuell ein Wartungsproblem. Aktuell noch nicht so schlimm, aber in Zukunft kann es natürlich schlimmer werden. So. Wir haben hier aktuell natürlich noch viel Holz auf Lager und so Zeugs. Das ist alles noch nicht so schön. Aktuell lasse ich die Baggerchen hier noch ordentlich pumpen. Und hier eine kleine, nennen wir es Rampe bauen, indem wir die andere ausbaggern. Was eigentlich nicht so schlau ist, weil du ziehst natürlich, das hier wird es den Berg runterschieben, während es auf der anderen Seite abgraben bedeutet, du kommst in so eine Unendlichkeitsschleife fast schon. So, die müssen sich jetzt alle mal kurz auffüllen. Ich hoffe, dass wir langsam... Oh, wir sind hier fast voll mit Metall. Holy shit. Aber wir haben es gut auslagern können mittlerweile. Gesundheitsverschmutzung. Ja, da kann ich natürlich gucken wegen Flüssigkeit, dass die auch genug haben und alles drum und dran. Ich kann leider noch nicht die Wasserpumpe bauen. Das geht leider noch nicht. Aber ihr seht schon, wir haben nur noch 4 Arbeiter zur Verfügung. 140 Arbeitsplätze sind da. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Da gibt es jetzt hier unter Wohnung, nee, unter Gebäude, das Leuchtfeuer. Das platzieren wir jetzt mal hier. Das wird jetzt auch einiges brauchen. Braucht sogar Kupferplatten. Ah, schnell, wir brauchen doch gleich Dieselgeneratoren. Damit Strom läuft. Baut die Generatoren, Leute, kommt schon. Alles so eine Sache jetzt, ne? Also die Bagger baggern sich jetzt hier durch schnell. Zum Glück nicht so ein großer Aufwand. Und jetzt haben wir hier so eine unendliche Schleife erzeugt. Das wollen wir nicht. Bedeutet, wir ziehen jetzt den Streifen mal ab. Baut mir einfach einen dünneren Aufgang. Ich gebe einfach das noch dazu. Dann sollen sie zufrieden sein. Die kippen es jetzt auf die Halde wieder drauf. Dadurch, dass aktuell die Kohle nicht so wichtig ist zum Fördern. Immer noch die Kohle auf Lager. Wie sauer. Hier nicht mehr, aber ja. Wir machen schnell den Aufgang fertig. Für die Zukunft. Und jetzt sollten wir hoffentlich hier Wartung herstellen. So. Allgemein Wartungsstatus. Wir brauchen 630 aktuell, um unsere Wartung aufrechtzuerhalten. Änderung im letzten Monat plus 90. Das ist positiv, bedeutet, ihr seht schon, wir gehen langsam hoch und hoch. Der erste Generator läuft schon und produziert 180 kW, wir brauchen nur 25. Die passen sich von selber an. Also wenn wir nicht mehr brauchen, dann tun die auch nichts mehr, das ist vorteilhaft. So, die Rampe wird langsam. Ich würde den gerne noch 2 extra Laden zugeben, die gehen jetzt tanken. Weil die doch relativ flott sind, die Bagger. Eigentlich tue ich immer so sagen, doppelte LKWs im Gegensatz zu den Baggern. Einfach damit es gut läuft. Leuchtfeuer ist bereit. Und dann kann man das sozusagen einschalten oder ausschalten. Also hier pausieren oder aktivieren. Und dann kriegt man langsam neue Mitarbeiter oder neue Dorfbewohner. Das ist super praktisch. So, jetzt können die sich hier nochmal abbaggern. Und jeder Stillstand natürlich von einem Fahrzeug ist natürlich Kosten, die entstehen. Jetzt sehen wir schon, die Fahrbahn scheint gut genug zu sein, dass sie da hochkommen. Jetzt fährst er hier nochmal schön das an und dann haben wir nicht schon mal eine Auffahrt fertig. So. Tun wir das den auch mal entfernen. Dann können die das nochmal freischaufeln. So.
Und alles, was nicht mehr hell ist, wie zum Beispiel hier oder hier, das passt bereits. Da heißt es, Schüttung ist in Ordnung. Jetzt können wir zum Beispiel hier sagen, okay, wir tun hier noch eine Schüttung, machen eine normale und schütten das jetzt bis hierhin auf. Jetzt haben wir dann die Auffahrt nicht schon fertig. Dann kann ich in Zukunft hier oben auch gearbeitet werden, Holz abgearbeitet und alles drum und dran, damit dann die Farmen dementsprechend fortfahren können. Wir müssen noch schnell die ein, zwei Stellen noch abbuddeln und dann sollten wir gleich mal ready sein. So, dann ist das hier fertig. Und dann kriegen die von mir jetzt hier erstmal die Front auf. Langsam die Front abzuarbeiten ist jetzt deren neue Mission. Jetzt sehen wir hier schon, die zwei Aufstellen sind fertig. Die können wir abhaken. Und jetzt können die hier Beton und alles lagern. Aber Vorteil, wir haben jetzt ein Schüttgutlager. Schüttgutlager bedeutet, dass hier Schüttgut wie zum Beispiel Kohle drin gelagert werden kann. So, und das werden wir jetzt hier mit drei herstellen. Dass wir genug haben fürs Erste. Jetzt hatten wir fürs Erste mal keine Produktion mehr am Start. So, hier scheint aber keiner mehr zu arbeiten. Warum? Na, die warten alle drauf nur, okay. Neue Flüchtlinge, so. Jetzt sehen wir schon, wir haben 29 Arbeiter mittlerweile, 140. Wie schaut es mit dem Essen aus? Hält aktuell noch 56 Monate, alles gut. So, jetzt fangen sie langsam an, die nächsten zu bauen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber es ist gut, die auf Lager zu haben. Wir sehen auch schon, hier ist Boom voll aktuell. Aber es ist schlimmer, wenn wir nichts haben mehr, also wirklich nichts. Wir können mal auf unser Karte gucken. Wo war bei uns denn Öl? Hier war direkt die Ölquelle. Oh, okay. Bedeutet, die Straße ist in Ordnung. Das muss alles abgearbeitet werden, geschaut werden, dass das hier eine flache Ebene wird, damit wir dann hier Rohöl fassen können. Dann können wir hier vorne irgendwo vielleicht am Ende eine Fabrik hinbauen oder sowas. Dann haben wir selbst noch eine Ölproduktion stehen. In Zukunft auf der Insel kein Öl mehr haben. Also wenn wir jetzt halt mal hier hingehen, alles ausschalten, außer Rohöl. Sehen wir, haben hier ein Patch. Hier ein Patch. Ein gebacktes Feld. Mhm. Nicht genug Wohnraum. Aha, schon. Jetzt sollten wir diesen Turm ausschalten, weil der sonst übertreibt. Aber wir haben nur zwei Patches auf dieser Insel. Die reichen auch nicht ewig. Kannst ja leider nicht anzeigen, dass wie viel es circa ist. Das ist noch schade. Jetzt sagen sie, Wohnraum ist zu wenig. Dann können wir die Unterkünfte hier erweitern. Kostet uns 80 von unseren Konstruktionsstoffen hier in dem Fall. Bedeutet, man muss natürlich überlegen, was macht man jetzt. Ich würde fürs Erste sagen, wir stellen hier auch noch Platten her. Weil ich würde halt gerne hier wirklich die Lager hier auch mal aufbauen, damit wir hier Kohle drin lagern können. Kann ich mittlerweile? Nein, ich kann immer nur noch nicht den Rest machen. Weil die warten natürlich jetzt alle drauf. Wir bauen hier den Kohleberg langsam ab. Und das wird ja nicht nur das, da kommt hier noch eine zweite Reihe hin, weil hier natürlich das automatisiert wird. Muss hier auch noch was fürs Metall dann her. Ist hier noch drin. Kein Eisenschrott mehr, den können wir uns aber noch leisten. Den Eisenschrott können wir uns ganz easy beim Nachbarn schnell holen noch. Der will eh seinen Eisenschrott loswerden. Dann freuen sich unsere Holzarbeiter nämlich auch. Die können nicht weiter den Wald schrotten hier. Und die kriegen gleich von uns mal einen neuen Auftrag auch. Das alles um die Kohlemine muss weg. Ihr seht schon, wir haben die oberste Stufe hier abgegraben. Und wir graben uns erstmal hier quer durch und werden dann nach unten gehen. Also immer Stück für Stück uns nach unten arbeiten anfangen. So wäre mein Plan vor allem fürs Erste.
So, jetzt haben wir die schon mal alle fertig. Maintenance kann hochgehalten werden. Aktuell bei 45% nur angeblich. Das stimmt natürlich nicht. Wir werden hier stetig natürlich die Masse steigend haben. Und ich sehe uns sehr, sehr schnell wieder auf 100% oben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie unser Ölstand ist. Ah, wird kritisch. Wird vielleicht doch relativ bald kritisch. Jetzt muss ich mal gucken. Gummiherstellung, die brauchen für eine Gummiherstellung Diesel und Kohle. Macht das Rubber und Abfallwasser. Ist natürlich wieder so eine Sache. Schwefel habe ich noch nicht. Dafür brauchen wir nur die ein, zwei Sachen. Und für dich brauchen wir auch nur. Das bedeutet, wir können eigentlich relativ schnell eine relativ simple Destille aufstellen. Unsere Holzarbeiter sind natürlich hier im Arbeiten. Kupferverdrehung, oder wir könnten jetzt rein natürlich noch Kupfer herstellen. Das hinten. Den lassen wir uns aber natürlich jetzt noch nicht unbedingt stressen von. Hier drunter liegt Eisen, seht ihr das? Bedeutet, das wird alles, alles eine riesige Eisenmine eigentlich. Wie groß ist denn die? Wie viel haben wir gesagt, ist das hier? Das ist ein ordentliches Patch. Das ist natürlich ein ganz anderer Kaliber später. Ans Gold ranzukommen wird nochmal was ganz anderes, weil ich. Wie bagger ich das von oben runter? Kalkstein haben wir gesagt, haben wir hier, bedeutet, da haben wir Rentisch jetzt auch mittlerweile Zugang. Ist nicht auch für die Zukunft wichtig, dass wir Zugang auf den Kalkstein haben. So, die baggern sich hier schön durch. Ich glaube, ja, die ersten Lager sind da. Oder jetzt die ersten Kohlelager stehen. Dann werden hier gleich daneben noch mit einem Abstand von 3, damit die Fahrzeuge durchkommen, nochmal Lager eingestellt. Die werden dann direkt dort angebunden. So. Und schon haben wir noch mehr Platz für Kohle. Ihr seht hier auch immer den Trend, den wir aktuell haben an bestimmten Materialien. Wir sehen schon, Kohle wird langsam, aber sicher von der Front abgebaut. Nahrung müssen wir natürlich auch gucken und dass wir es unter Kontrolle halten können. Noch im Vorrat alles, gut. So, wir können jetzt natürlich auch schon mal vorbereiten. Schiffstock brauchen wir jetzt nicht unbedingt gerade. Flüssigkeitslager, das ist gut für Rohdiesel. Abwasserrohr ist zum Beispiel so eine Sache, die muss man zum Beispiel später Sachen abpumpen oder sowas. Da brauchen wir so ein Abgas- oder Ablassventil. Wir haben aktuell genug von allem auf Lager. Wie viele Fahrzeuge haben wir? Stabile Auslastung. Lass mal nochmal 2 bauen. 12 Stück haben wir, da haben wir 14 Stück. Vor allem, wenn wir eine neue Produktionsstelle öffnen. Wie zum Beispiel hier dann. Ist das gar nicht doof. Aber die baggern sich auch dementsprechend relativ flott vor. Bedeutet, du musst viel arbeiten. Du musst viel gucken, dass das alles läuft. Ihr seht schon. Wir haben den ersten Teil des Berges schon weg. Jetzt ist natürlich die Überlegung tiefer und buddeln sozusagen direkt ein bisschen tiefer das Zeug noch aus. In der Zeit können wir zum Beispiel sagen, hey, Handel mit Dorf. Uns geht langsam der Sprit aus, wir haben noch nichts. Es wird natürlich immer teurer, aber so kann man sich fürs Erste zum Beispiel über Wasser halten. So. Wie schaut es denn allgemein hier noch aus? Für den Schrott kann ich zum Beispiel hier nochmal haben, ein bisschen was. Und man sieht schon, es wird eine Zeit dauern, bis das alles wieder runtergeht, weil wir haben das natürlich, wir handeln das natürlich mit dem. Bedeutet, die wissen, dass da Demand da ist.
Was sie natürlich nicht wissen, ist, dass wir bestimmte Stellen einfach brauchen, damit wir Öl kriegen. Diese Stelle muss frei sein. Und was ich jetzt zum Beispiel dafür mache, ist sage, okay, wir tun das hier oben doch nicht machen. Tu erstmal alles, was hier nicht unmittelbar ist, nicht abhacken. Sondern hack nur mal die Stellen ab, die hier wirklich wichtig sind. Irgendwo müsste der zweite auch unterwegs sein. Der hat die hinten gerade da gehackt. Der geht natürlich jetzt auch an die Stellen, wo wir ihn spezifisch gesagt haben, hack die Bäume. Und dann fallen die Bäume auch direkt mal. Das brauchen und wollen. Das Kohlelager füllt sich natürlich auch wieder direkt. Die Eisenvorräte, würde ich sagen, sind aktuell stabil. Langsam auch hier mal die Wohnungen vorangehen. Die kosten natürlich extrem viel. Also das ist without a doubt, eine der schlimmsten Sachen. Am Anfang die Nahrung zu erhalten. Jetzt muss er natürlich aktuell nur hier hingehen, um sein Zeug holen. Und du siehst instant die Tracks, die entstehen dadurch, dass er hier rumfährt. Und später werden wir natürlich dann hier auch noch den Fall haben, dass wir dann uns vertiefen, tiefere Minen buddeln und es immer tiefer geht, weil wir das Ganze hier ausminen wollen. Haben wir hier riesig offene Stellen stehen. Ihr seht schon, jetzt dadurch, dass sie das einlagern, wird es auch schon. Wir müssen natürlich unseren Baggern jetzt ja auch mal die Aufgabe geben. Wir müssen hier das bitte planieren. Planiert das alles. Weil sie sollen jetzt erstmal noch ein bisschen Kohle geben. Dass wir genug auf Lager haben. Sind es natürlich jetzt schon irgendwie um die 180 rum, die wir haben. Für die Produktion auf Vorrat. Fehlt denen aktuell was? Nee, schaut nicht so aus. Gut. So. Wie schauen die Lager aus? Ah, da geht noch ein bisschen. Lass mal sie schön voll machen. Wo will er hin? Ah, er holt sich noch die letzten davon da hinten. Dann tun wir ihm jetzt hier langsam und sagen, okay, tu alles außenrum noch abholzen. So, jetzt müssen die natürlich hier Stück für Stück das Ganze abbatteln. Jetzt heißt es Müll entfernen. Die bringen das jetzt aufs Lager, weil sie wissen, hey, wir werden nichts mehr in nächster Zeit kriegen und wir haben andere Probleme, die wir hier erfüllen müssen. Weil ja dann natürlich der Müll jetzt auch entfernt werden muss, den wir hier eigentlich aufgeschüttet haben. Und ich werde danach einfach den Teil auch noch aufschütten, um die Mine rum. So, wir haben dieses Housing jetzt hier auch fertig gemacht. Ich will jetzt nochmal wissen, wo wir ungefähr anfangen können mit den Ölpumpen. Hier vorne. So. Dann ziehen wir direkt eine Rohrleitung. Immer am besten mit so 1 Abstand. So, fertig machen. Und dahinter tun wir jetzt direkt mal so ein Flüssigkeitslager noch stellen. Das mache ich jetzt aber wiederum quer. Das hat einen ganz simplen Grund. Platzsparender. Weil hier kommen noch viele Sachen rein und die werden dann alle hier durchlaufen müssen. Und dann kriegt er jetzt die Info, hey, du musst jetzt hier so hin. So, dann ist jetzt die Leitung fertig. Die ersten Ölpumpen stehen schon. Erstes Rohöl wird gepumpt. Die brauchen haben natürlich auch noch Abwasser, was transportiert werden muss. Und Gase, aber ansonsten relativ easy.
Gut, wir stellen dann hier zwei auf. Da kommt dann direkt für die Abgase noch ein Schornstein hin. Und damit wir hier natürlich das dementsprechend alles ableiten können, gehst du ein bisschen am besten machen wir so. So. Und bei dem mache ich jetzt sozusagen den Vorschlag hin müssen. Also ich designe jetzt das komplette Ding hier fertig. Abwasser werden wir fürs erste hier hinschicken. Wird jetzt auch ein ewig langer Weg natürlich. Das wird natürlich teuer. Wenn wir gucken, das kostet uns natürlich auch Material ohne Ende. Jetzt mit was vielleicht Bild auf oder was? Die Plattform erhöhen, wie hoch sein soll. So. Und damit halt immer alles unten durchgeht. Will ich halt das direkt so laufen lassen. Dann gehen wir hier hin. Und ziehen das hier runter. Das wird natürlich eine extrem teure Angelegenheit. Aber es ist notwendig. So. Das ist schon mal die Produktionsserie, wie es laufen soll. Die pumpen jetzt schon mal das Öl raus. Damit wir nachher unseren eigenen Diesel herstellen können. Hier kommt dann eine Diesellagerstätte hin. Jetzt lassen wir erstmal die Produktion ein bisschen anlaufen. Die buddeln währenddessen hier wieder die Stellen frei, die wir jetzt aus Versehen vollgebuddelt hatten. Ich glaube, das letzte lassen wir hier aus, weil sonst gibt es wieder einen ewig langen Krach. Müssen wir kurz gucken. Dadurch, dass hier natürlich Fahrzeuge fahren. Und wenn ich hier am besten die Rohrleitung nach unten legen. Auf jeden Fall ein Stück. Ich tue hier auch gleich mal eine große platzieren. Du weißt nicht, was in Zukunft hier noch läuft. Jetzt kommt hier direkt die Rohrleitung. So. Die Fahrzeuge müssen natürlich in Zukunft auch von A nach B kommen. Das ist immer wichtig zu überlegen natürlich auch, ne? Wir wollen hier von A nach B fahren und ich habe es schon geschafft, dass ich dadurch, dass ich die Kabel nicht hoch genug oder die Rohre nicht hoch genug gekriegt habe, dass bestimmte Fahrzeuge nicht durchgekommen sind. Und dann stehst du da, scheiße, ich krieg meine Bagger nicht mehr an meine Minen ran oder die Bagger kommen nicht mehr aus der Mine raus. Bedeutet immer überlegen, wie man das am besten macht. Und alles drum und dran. Und erst dann das Ganze anfangen. Oh, er fängt schon an zu produzieren. Da läuft schon. So lagermäßig will ich dann eigentlich hier 4 Stückchen haben fürs erste. Oder 5. Ja, ich übertreibe schon wieder, aber ich denke, das ist das einzig Richtige, was ich machen kann. Übertreiben. Weil nur damit wird es langsam wachs. So. Wir sehen ja schon, das muss jetzt alles langsam hier gefüllt werden, dementsprechend umgebaut werden. Bei LKWs kommen hier durch, aber Bagger zum Beispiel kommen hier nicht. Also ich weiß, was mir auffällt, ist, die hier zum Beispiel kommen nicht durch. Bei K
verkippen. Ah, wir haben keinen Platz mehr zum Verkippen. Das ist natürlich auch spannend. Dann tun wir hier noch ein bisschen weiter verkippen. Dann geht man alle an die Arbeit und verkippt es. Aber wir haben gleich keinen Holzlagerplatz mehr. Dann können wir wieder kurz einkaufen gehen. Im Dorf ein bisschen Metalle kaufen. Ein bisschen Beton kaufen. Wir können uns jetzt fast schon wieder für einen normalen Preis sogar Sprit kaufen. Aber wir tun hier dann selber herstellen. Von daher ist das jetzt alles nicht das große Problem. So, jetzt tun sie den letzten Baum in der Nähe auch umkippen. So. Wie schaut es mit den Ausbudelarbeiten der Ecke aus? Gut, langsam wird's, langsam wird's. Die Pumpen sind natürlich auch schon still, weil ich glaube, die ist mittlerweile auch pumpvoll. Hups. Wir müssen natürlich auch alles abtransportieren, also auch die Sachen, die es hier nicht unbedingt so beliebt sind am Ende, ne? Die produzieren, okay. Ich mag es ja gerne zum Beispiel sehr konzentriert auf einer Stelle, dass ich Sachen habe. Das funktioniert hier jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Ist dann wieder so eine Sache, die es für mich schwer macht, gescheit Sachen durchzusetzen. Da haben sie jetzt zum Beispiel schon Kohle rein, alles. Jetzt fehlt aber noch zum Beispiel das Dach oder so Zeugs. Ah, schau, jetzt gibt es den Ausgang auch fertig. Der produziert jetzt auch schon. Und jetzt haben wir natürlich hier schon den Abfluss wieder drin. Und der tut noch nicht durchziehen, weil fehlt ja noch. Es fehlt ja noch alles. Wir sind ja noch mittendrin. Aber wir machen auf jeden Fall Diesel früher wie ich früher, weil ich stand irgendwann dann so, shit, ich hätte Diesel machen müssen. Scheiße. Und dann habe ich überlegt so, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt schlau vor? Können wir das ganze synthetische Zeug erstmal wegtun. Hey, wie kann es denn sein, dass die Einwohner schon wieder steigen? Ich habe noch freigegeben. Haben die jetzt mal hier die Leitung weitergebaut? Nee, haben sie natürlich nicht, ne? Okay, jetzt haben sie die Brücke gleich fertig. Das ist schon mal praktisch. Kann ich die mal auf hohe Prio irgendwie schätzen? Produktionsprio 5. Genauso wie der Freund vorne hier. 5. Wenig Kraftstoff. Ach was. Jetzt haben wir Kraftstoffe natürlich, gerade weil sie das erste Ding hier fertiggestellt haben. Jetzt können wir tanken und alles. Die Produktion steht aber gleich wieder, weil natürlich wir noch nicht die Giftstoffe abtransportieren oder vernichten können in dem Fall, ne? Und jetzt sieht man mittlerweile, wie es ausschaut, wenn alles hier irgendwo herumfährt. Die alte Abfahrt wird schon genommen. Jetzt wird langsam hier alles abgeerntet, damit die Ecke sauber ist. Währenddessen kippen sie es hier ein. Also für mich ist sozusagen Landfill. Ich werde es hier zubauen und habe dann hier noch ein bisschen mehr Platz weiter oben. Ach, schau jetzt langsam. Langsam kriegen sie es hin. Langsam kriegen sie es hoffentlich hin. Komm, baut es weiter. Yes, kommt schon. Das ist gut. Oh ja, die steht schon mal. Gut, jetzt fehlt nur noch das Ding hier. Dafür brauchen wir 20. Ah, es fehlt Beton. Okay. Wir müssen Beton nachkaufen. Beton sollten wir vielleicht echt mal bald versuchen, selber anzubauen. Ohne Beton können wir natürlich nichts bauen.
Aber das ist ja klar. So, jetzt ist das auch weg mittlerweile. Weil wir haben hier freien Platz für die komplette Eisenproduktion der Zukunft. So, wir können jetzt denen schon mal eine neue Aufgabe zuweisen, und zwar weiter hier die Mine abzugraben. Und langsam sozusagen das Ganze hier flachmäßig zu machen. Der hat jetzt noch den Rest rausgebuddelt, wie scheint. Dann ist das keine Mission mehr. Jetzt können die wieder auf Kohle setzen. Unseren Sprit geht es mittlerweile gut. Bis mittlerweile steht gleich hier drin die komplette Gülle. Und das ist das Problem, wir können nichts produzieren aktuell. Haben sie denn wenigstens irgendwas schon hingeliefert? Nein, wo sind denn die ganzen Sachen hin? 12. Wo willst du hin? Die produzieren jetzt... Oh. Die bauen die Lager zuerst, obwohl ich, dass die andere Priorität höher ist. Ne, warum hat der ein P1? Ah, der hat ein P1. Hat der ein P8 beim Bauen? Achso, scheiße, hier unten, P5. Vorteil, wir haben fast unser ganzes Spritlager schon fertig. Das sollte für die Zukunft reichen. Ich hatte eins gleich zwei. So groß. Bumm, voll mit Sprit. Und hätte ich keinen Spitz, ich glaube, ich hätte in 2 Stunden Spielzeit hätte ich das dann verloren oder sowas. Also massiv, was ich da verloren habe, dann teilweise. So. Jetzt aber haut den Sprit hier raus. Haut alles weg. Verseucht die Meere und dadurch können wir jetzt anfangen, die Produktion auch zu starten. Dadurch wird jetzt auch langsam unser Diesel wieder voll. Also wenn ich jetzt so sehe, die eigene Spritproduktion, die scheint jetzt gut am Laufen zu sein. Sie schießt nach oben auf jeden Fall. Was man jetzt zum Beispiel machen könnte, wäre in dem Fall hier zu sagen, okay, wir machen jetzt hier ein Copy. Und kopieren alles, was hier ist, nach danach. Dann nehme ich die untere Line, die obere Line. Und schon habe ich das einmal verstärkt. Ist doch vollkommen übertrieben, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber es funktioniert halt. Du kannst einfach Copy-Paste machen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge ein bisschen mehr Pumpen mehr bauen, weil die Pumpen werden langsam schwach. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.